Jo, Ronno. Jo. Wie geht's denn so? Du meinst meine Tochter? Ja, geht so. Also geht schon? Ja, mit ein bisschen Fantasie. Also wenn man ein bisschen aufrundet. Aha, nice, Mann. Schläft ihr auch durch? Nee. Nur schläft ihr nicht. Also jedenfalls bekomme ich davon nichts mit. Ja, ich glaube, das solltest du auch nicht. Ja, das kann sein. Ich streng mich auch nicht sonderlich an, das mitzubekommen. Okay, dann ist gut. Ja, dann ist gut. Wie alt ist die jetzt eigentlich? 19. Sie werden so schnell alt. Ja, wem sagst du das? Dir sag ich das. Mir? Ja, ich rede doch gerade mit dir. Wie soll ich das jemand anderen sagen? Okay, tut mir leid, das macht Sinn. So wie Lynn an ihrem Kinn. Nee, ich glaube anders. Ach so, okay. Womit habe ich denn das Vergnügen? Mit mir. Ja, aber warum meine ich? Wie warum? Alliteration. Was? Tut mir leid. Nein. Doch, tut es. Nein, das meine ich nicht. Ist auch egal. Warum bist du hier? Ich wollte dich nur mal besuchen. Darf ich das nicht? Nee, doch. Aber wieso willst du mich besuchen? Wir sind doch gute Freunde. Und ich war gerade in der Nähe. Da habe ich mir gedacht, yo, ich komme mal ran. Aha. Ja. Und was machst du hier so? Du weißt, das Übliche. Ach so, okay, nice. Ja. Ja. Und welche Ladung hast du diesmal? Du weißt, das Übliche. Ach so. Ja, so. Kann ich da mein Auge drauf werfen? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Warum? Wenn ich jetzt Cartman wäre, würde ich sagen, respektiere meine Autorität. Aber du bist nicht Cartman. Deswegen sage ich es ja nicht. Aber du hast es gerade gesagt. Nein. Doch. Scheiße, Mann. Hast du gemerkt? Jetzt habe ich es gemerkt. Aber in einem anderen Kontext. Naja, eigentlich nicht. Nur mit mehr Satz drum. Ist doch egal. Also was war jetzt? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Nicht? Wieso das? Das wäre, glaube ich, für die Ladung nicht so gut und für dich auch nicht. Aber warum? Ja, ich glaube, dein Auge ist noch fest. Oder das ist ein ultra krasses Fake-Auge. Nee, ist ein echtes. Ja, dann. Und dann geht das Zeug an deinem Auge, was nicht so gut für die Ladung wäre. Also es sei denn, du packst die nicht aus. Dann juckst die nicht. Ach so. Dann juckst nur dich, würde ich sagen. Würdest du auch nagen? Nee, eher nicht. Okay, sollst du mal ausprobieren. Meinst du jetzt die Ladung oder das Auge? Geht beides. Aber ich meine die Ladung. Ach so. Würde ich tatsächlich nicht machen. Aber ich glaube, das kann man auch gar nicht so gut nagen. Doch. Ah ja. Aber das ist ja schon Pulver. Willst du das nagen? Ja, lass das ruhig meine Sorge sein. Ja, lass ich. Aber du wolltest doch, dass ich das mache. Ach so, ja, stimmt. Ja. 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 Hm. Worüber haben wir eben nochmal gesprochen? Nagen. Davor. Keine Ahnung, irgendwas mit der Ladung. Ach ja, stimmt, ich wollte da mal kurz drauflunzen. Nee, das war's nicht. Doch, genau das war's. Ist auch egal. Ich will auf jeden Fall nicht filmen und definitiv nicht online veröffentlichen. Ja, das wäre sowieso zu viel Arbeit. Na gut, dann wirf mal einen Blick drauf. Okay, vielen Dank, das mache ich. Okay, nice. Ja, so nice. Fertig? Nee, Moment, bin noch dabei. Ach, okay, tut mir leid. Ja, ist okay. Jetzt fertig? Ja, Moment. Okay, alles im grünen Bereich. Ich dachte eher im weißen Bereich. Wenn du verstehst. Was? Bist du rassistisch? Nein, ich meine wegen der Farbe. Welche Farbe? Die der Ladung. Ach so, ja, okay. Ja, okay. Okay. Ah! Was? Ah! Was ist denn jetzt los? Hast du einen spontanen Schlaganfall gehabt oder was? Ich würde jetzt einen Krankenwagen rufen, aber du weißt, dass das nicht geht. Wie geht's ihm? Wird er überleben? Ich kann nur eine Frage beantworten. Was? Warum? Ist er tot? Nein, ich kann mir das nicht merken. Ich leide unter Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Das könnte Jordo tatsächlich auch passieren. Falls er überlebt. Falls? Ja, es hat sehr lange gedauert, bis er hier war. Ich hab mich sehr beeilt. Tja, aber beim Schlaganfall wird das Gehirn nicht mehr durchblutet. Ohne sofortige Behandlung ist der Patient meistens tot. Tot? Es ist ein Wunder, dass er noch nicht komplett tot ist, obwohl sie 2 Stunden lang hier hingefahren sind. Okay, also wird er überleben? Schwer zu sagen. Es gibt eine kleine Chance. Okay, dann ist gut. Ja, wenn die das sagen. Wie, wenn ich das sage? Wer sind Sie nochmal? Ich bin der Ronno hier hingebracht hat. Ronno? Was? Ist ihm was zugestoßen? Hä, Sie behandeln ihn doch gerade. Durch das? Anscheinend haben Sie recht. Sagten Sie nicht eben Kurzzeitgedächtnis? Was ist das denn für ein Kurzzeitgedächtnis? Ein gutes, aber jetzt schlechtes. Kann man nichts machen. Ach so, dann warte ich jetzt hier. Wenn du das willst, aber das kann dauern. Mhm. Ich frag mich, was er gerade träumt. Fortsetzung folgt.